Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Train Fever, Folge 42. Und ja, ich bin nicht ohne Grund in Mönchengladbach. Hier wollte ich jetzt endlich mal eben schnell eine Buslinie einrichten. Und dann hatte ich vor, eine neue Strecke zu bauen. Und zwar von Mönchengladbach nach Düsseldorf, Bochum und Essen. Und da Anfang 2015 der neue Talent 2 rauskommt, und zwar vom National Express, wollte ich die dann auch draufsetzen. Also heute wieder was Neues zu sehen. Dann würde ich sagen, fangen wir sofort an. Da wird sich ja anbieten, dass man dann einfach so einen Rundkurs machen, oder? Also die beste Lösung. Haltestelle, Haltestelle. Ach komm, die kriegen wir. Wollten schon die auch die neuen. Ah doch. Ja. Wohl da können wir ja die großen machen. Na? Jetzt macht das. Okay. Das geht noch. Ja. Das sieht doch schick aus. Hier an der Seite, da ist zu sehr im Gebäude drin. Oh. Okay, und da machen wir dann. Gut, dann fahren wir gegen den Uhrzeigersinn. Machen wir hier eine Haltestelle. Achso, dann wollte ich ja auch noch durch die Stadt. Okay, dann machen wir hier eine hin. Fahren da rum. Hier rum. Da haben wir wenigstens schon die Hauptstraßen. Dann mit etwas größeren Bogen. Na. Dahin. Fahren dann hier rum. Das wird sogar passen. Die Leute, die von hier wohnen und zur Arbeit wollen, für die ist die kurze Strecke. Und für die Leute, die hier ankommen und zur Arbeit wollen, ist es für die kürzere Strecke. Also, da würde ich schon fast sagen, die Buslinie macht auf jeden Fall Gewinn. Ich kann mich auch täuschen, aber im Großen und Ganzen. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Das hier, ja. Ja. Aber bitteschön. Da, wo Gewerbe ist. Packen wir es mal ganz nach hinten hin. Und dann ist ja noch die Frage, was für Busse wir nehmen. Nehmen wir die von Utrecht. Ja. Die von Utrecht. Vier, fünf, sechs. Machen wir sofort sechs Stück drauf. Ja, sowieso nur in eine Richtung fahren. Neue Linie. Das heißt wieder bitte warten. So. Das können wir einmal wegmachen. Oder muss ich es auflassen? Weiß ich jetzt gar nicht. Wir werden es gleich sehen. Damit er die sofort rausschickt, wenn ich jetzt die erste Haltestelle angeklickt habe. So lang, dann hier rum. Und dann sind wir schon wieder am Anfang. Das Mönchengladbach. C1.
Ja. Die sind noch alle drin, okay. Dann Mönchengladbach C1, bitteschön. So. Ich weiß das. Ist das Mönchengladbach? Ist das ne, Willy Brandt-Platz? Gibt's da? Ich bin mir nicht sicher. Ich guck mal zur nächsten Folge mal nach. Na gut, zwei Passagiere, das kann man ja ein bisschen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, oder war das der Hamm Hauptbahnhof? Da wo Willy Brandt Platz. Es gibt zwei Bahnhöfe, wo Hauptbahnhof steht und dann noch der Platz, der davor ist, wohl irgendwie. Auch mit dem Namen dann drin ist. Zumindest in den Schildern, an den Schildern steht es dann nur so dran. Ist ja jetzt auch eher erstmal nebensächlich. Da muss ich dann aber einmal rüber. Die Linie soll ja erstmal hier enden. Ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwann den Bahnhof dann auch nochmal ausbauen müssen. Vielleicht dann doch als viergleisig. Ja. Da haben wir schon eine Kollision. Das ist schon mal Bockmist, wollte ich jetzt. Dann macht das. Und macht das auf der anderen Seite nicht. Ja. Dann würde ich sagen, bitte einmal schnell vor. Pause. Bahnhof weg. Dann. Da könnte ich noch. Hallo? Das mag er nicht. Will er nicht wegmachen? Wieso will er das nicht wegmachen? Ah, das ist aber nicht so toll. Wieso will er das Gleisstück nicht wegmachen? Och, Menno. Aber ich versuche mal was. Ach. Dann. Das macht aber das nicht. Denkt ihr immer noch, dass das vom Bahnhof ist oder was? Das ist natürlich nicht so schön. Das ist nicht so schön. Stimmt, den müssen wir auch irgendwann mal bauen. Da kann ich mir auch vorstellen. Aber den irgendwo in Essen oder Bochum hinzusetzen, dann müssen wir riesig viel umbauen. Riesig viel umbauen. Oder sollen wir da nochmal so einen alten hinsetzen? Ja, ich weiß nicht. Oder doch den hier. Ach, setzen wir dann doch den. Das kann ich noch wegmachen. Da sind wir. Bitteschön, aber ein bisschen. Ach, jetzt ist es doch wieder rumgeschwungen. Was ist er denn jetzt? Da ist er. Ach, wegen dem Stück. Oh. Jetzt ist es. Jetzt muss ich doch mehr abreißen, als ich eigentlich wollte. Okay. Mal das auch noch mal weg. So, jetzt aber. Passt. Dann schnell das da wieder hin. Kopieren. Das ist in Ordnung so. Dann passt das. Dann passt das. Ja, ich habe vom Talent 2 jetzt nur die Daten runtergeschmissen und nochmal neu drauf gepackt. Ich hoffe mal jetzt. Hoppala. Dass der Sound jetzt wieder
da ist. Und wenn nicht, spätestens werden wir es sehen, wenn wir den, wenn wir die Züge von National Express draufsetzen, weil das ja auch Talent 2 sind. Ich würde sagen, ja, machen wir das so. Wenn es wieder. Zwei große Bahnübergänge. Und dann gehen wir hier raus. Ja, würde ich sagen, fahren wir rechts an dem Eisenerzbergwerk. Da müssen wir so rüber. So. Ja, Signale mache ich gleich. Hier ist aber doch ordentlich. Mache ich da jetzt auch noch vorbei oder? Ja, mache ich auch mal. So. Jetzt müssen wir gucken. Platz hätte ich ja noch für. Oh nee, da ist ja die. Aha. Da dann. Kann ich da noch? Da sagt er wieder nicht genügend Platz. Aber warum sagt er nicht? Nicht genügend Platz. Zeigt hier aber nichts Rotes ein, so wie letzte Mal. Das ist natürlich nicht so schön. Dann müssen wir doch das Gleis von der ICE-Strecke nehmen. Ja, ein bisschen Husterei habe ich immer noch. Das geht schon bergauf, ne? Würde ich sagen, dann machen wir dann einen Tunnel hin. Na. Ja. Ich glaube, da kann ich sogar. Oder sogar schon höher. Schon hochgehen. Ach. Falsch geklickt hier wieder. Na, noch höher geht nicht. 130. Jetzt muss man nur einigermaßen zielen. Müssen wir dahin. Oh, das müsste passen. Dann schließen wir das. Ja, sagt da schon Steigung zu groß. Okay. Dann. Das macht da wieder so einen langen Tunnel. Mag ich eigentlich auch nicht so gerne. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. So was, dann machen wir das hier nochmal. Na. Das nochmal weg. Dauert auch wieder ein bisschen länger hier. Dann nochmal. Aber nur waagerecht nur bis dahin. Und gehen dann. Bitte schön, fast in die gleiche Richtung. 300, okay. Wieso macht er denn da wieder keinen? Ah. Ah. Das
war ein bisschen zu lang. Ja. Ich denke mal, das ist ein Kompromiss. Viel besser, glaube ich, kriegt man das auch nicht hin. Da können wir dann ja jetzt schon. Na. Rausfädeln. Muss ich da das Signal umsetzen? Es wäre schon besser gewesen, wenn ich das eine Gleis hier noch. Obwohl, das gehen wir auch sofort in die Kurve rein. Ne, dann ist das so in Ordnung. Passt das schon. Da muss ich jetzt aber. Das ist das Einfahrsignal. Einmal dahin. Einmal dahin. Na. Und dieses Signal kommt einmal weg. Okay, dann haben wir das erledigt. Dann. Na, so. Was hat das wieder? Weiter nach Bochum. Weiter nach Bochum. Da kann man das genauso machen. 160, viel schneller sowieso nicht fahren. Dann aber bitte schön ein bisschen nach unten und dann können wir auch sofort nach oben. Das ist auch super. Und noch weiter nach oben, geht sogar noch weiter nach oben. Bitte schön so. Das ziehe ich dann. Ja, das war schon fast klar. Damit ich da eine einigermaßen flache Strecke habe am Bahnübergang, ziehe ich die etwas länger. Das so. Ja. Und nochmal was wie auf der anderen Seite. Ich bin schon am Überlegen, ob ich da nicht schon. Oh, ein bisschen runter. Das ist schon ordentlich. Wenn ich es so mache, macht er sowieso den Graben. Reichenbau fehlgeschlagen. Dann. Kollision mit dem Tunnel höchstwahrscheinlich, ja, genau. Tja. Dann schaffen wir aber die 300 nicht, dann da nicht mehr. Aber müssen wir sowieso nicht. Jetzt ist die Frage, wie lange ich das. Soweit, okay. Ja, ist doch. Ist akzeptabel. Dann machen wir hier noch ein Einfallsignal hin und da auch noch eins. Okay. So, ich glaube gleich kommt, obwohl ne, schwierig wird's nicht. Da muss ich ja auch nur wieder weiter einfädeln. Wird zwar die S. War das jetzt zwar eine. Wird zwar dadurch entlastet zwischen Bochum und Düsseldorf. So, jetzt mal gucken, wie ich hier Platz habe.
Hier sieht man noch unsere frühere Strecke mit dem Bahnhof. Komm ich hier mit dem Tunnel noch durch? Da gucken wir mal. Komm ich da mit dem Tunnel durch? Und mit etwas Glück. Geht's zwar. Obwohl doch. Gut. Einfach mal versuchen. Ach, komm schon. Aber auf den Millimeter. Noch ein bisschen rüber können wir noch. Okay. Dann bitteschön. Ja, na, ich muss so weit runter. Das ist dann natürlich wieder nicht so gut, aber die Strecke ist da. Ja, viele Tunnels. Auch da erst. Und dann sagt er noch, dass die Steigung zu hoch. Okay. Das wundert mich jetzt aber. Da müssen wir wieder einzelne Segmente wohl bauen. Ist da so hoch? Okay, okay. Das wäre eigentlich was für eine ICE-Strecke. Ach, jetzt habe ich da doch wieder. Machen wir das so. Passen wir die Strecke ein bisschen an. Kann auch sein, dass er diese aufschütten wird. Wohl. Nee, die haben wir dann nicht mehr, ne? Na, so wie das aussieht. Zumindest nicht mehr so viel. Obwohl doch. Na, das sind wir noch da. Okay. Ja. Wie gesagt, ich mag das nicht, wenn da so Tunnels sind. Und vor allen Dingen so lange, weil da kann man ja nichts sehen. Tja. Das ist aber sehr starker Knick. Na gut, da machen wir eine Brücke hin. ...188... ...220... Müssen wir gucken. Vielleicht lassen wir darüber irgendwann mal auch ein ICE fahren. Also dafür ist die Strecke auf jeden Fall ausgebaut. Gut, bis auf den Knick hier. Aber das ist eigentlich auch zu vernachlässigen. Oh, ich sehe gerade. Guck mal hier. Die Station, die wird ja richtig gut angenommen. S2 und S1. Nicht so viel, gut. S2. Na? Ein bisschen ablenken lassen. Dann. Boah, das ist jetzt aber. Ach, komm schon. Das ist aber sehr fies. Okay. Dann machen wir das so. Gehen dann hier noch mal ein paar Häuser hin. Und das ist die Frage, ob wir. Doch, geht auch. Ha! So. Warte, die Busse. Achso, die Busse hat er jetzt da hingetan. Ja. So, die Hauptstrecke mit den Hochhäuser links und rechts. Sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Werde ich auf jeden Fall eine. Von der neuen Strecke werde ich auf jeden Fall eine Mitfahrt machen. Jetzt haben wir einen Vorteil.
Wir sind schon fertig, weil die Strecke gibt's hier schon. Da fährt ja unser RRX. Schon lang. Und ich habe ihn damals in dieser Lackierung sogar gesehen, weil damals, als die Eurobahn auf der RE3 gestartet ist, dann hatten die, glaube ich, ein oder zwei Zugpaare, die in dieser Lackierung waren, schon. Und ich weiß nicht, ob das ein Gag war oder ob das schlecht vermittelt wurde, weil RRX ist, so wie ich das meine, eine VRR-Marke. Und da hat sich Eurobahn gedacht, ach, lackieren wir einfach mal als RRX um, ne? Und die sind ja mittlerweile alle gelb-weiß, so wie man sie kennt. Aber ich habe sie wirklich schon in dieser Lackierung schon gesehen. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass sie irgendwo rumstehen. Irgendwo, ja. Doppelt hält besser. Wie gesagt, vielleicht weiß einer da Näheres. Aber meines Wissens nach gibt's von diesen Zügen keine Lackierung mehr mit dem RRX-Logo oder RRX-Design. Aber das ist ein anderes Thema eigentlich. Ja, so. Nur schon wieder ablenken lassen. Wie machen wir das hier? Sollen wir hier rein? Na, geht ja nicht anders. Wir haben kein freies Gleis mehr. Das Gleis ist sowieso schon hoffnungslos überlastet. Wir enden zwei S-Bahnen. Und, das ist auch ein neues Gebäude. Zwei S-Bahnen und der Regionalexpress, der nach, Neuss nach Mülheim fährt, ne? Genau, ja. Neuss nach Mülheim. Ja, dann lassen wir den hier einfach mittig enden. Dann müssen die zwar warten. Da fährt aber sonst auch nur der RE1 lang. Ne? RE1, ja. Ist sogar voll. Gut. Gut. Ja, dann wär's das. Dann setzen wir hier noch die Signale hin. Das ging ja dann doch ein bisschen flotter, als ich gedacht habe. Machen wir da noch welche hin. Achso, da muss ich aber jetzt schon mal die Zeit weiterlaufen lassen, damit wir ja gleich den National Express Zug draufsetzen können. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es gerade schon so gesagt habe oder nicht. Na? Hallo? Ah, jetzt. Boah, was ist denn jetzt los? Jetzt musst du aber ordentlich nachrechnen. Ja, Performance. Das ist leider immer noch ein eigenes Thema bei Train Fever. Also ich vermute mal, gut, es ist Arbeitsspeicher fressend, das Spiel, aber dass er einfach nicht alle Kerne vom Prozessor benutzt. Dass er vielleicht ein oder zwei höchstens nur benutzt und der dritte und vierte Kern, ja,
die Fristen, die ihr da sein. Und ich hoffe mal, dass bei dem nächsten Titel von Urban Games sich da doch mehr Gedanken gemacht wird, wie man das verbessern könnte. So, dann sind wir hier. Ja, die Busse, die werden gut angenommen, jetzt schon. Da ist schon wieder ein Monat rum. Ja, Tatsache. Ja, ich kann es nicht immer so genau sehen, weil meine Aufnahme-Button, den ich hier sehe, dass mein Mikro an ist und dass die Aufnahme läuft, ist genau unten rechts und genau über das Datum. Und da muss ich immer so zwischen den Zeilen lesen, sage ich mal. Ja, dann machen wir es ja ganz einfach. Dann machen wir wieder... So, was hin. Okay, ungeeignet. Ist aber nicht schlimm. Und die andere hier hin. Oh, kann man die noch ein bisschen... Ja. Okay. Und dann. Da kommen die Busse. Oh, sehr gut angenommen. Was ich sehe hier. Schon der erste. Der Bus nicht voll. 24 von 24. Ach, die wollen alle hier bestimmt zur Arbeit. War nicht schlecht. Kann er hier aussteigen? Na, komm. Das ist aber traurig. Oder die wollen gerade alle von der... Ja gut, wenn die alle von der Arbeit wieder nach Hause fahren wollen. Das ist natürlich... Da können wir mal gucken. Ich überbrücke jetzt einmal die Zeit, bis das Jahr zu Ende ist. Ne, der will noch zur Freizeit. Auf Freizeit. Okay. Und Freizeit, glaube ich, war hier unten, ne? Genau. Aha, da müssen sie doch. Doch ein ordentliches Stück fahren. Das stimmt schon. Einmal quer durchs Gewerbegebiet. Daran habe ich natürlich jetzt nicht gedacht. Das ist die Frage, sollen wir dann hier noch eine kürzere Linie machen? Machen wir eben schnell. Dann machen wir nämlich hier noch eine Haltestelle hin. Und da setzen wir dann aber nur zwei Busse drauf. Aber auch von Utrecht. Utrecht war das, ne? Ja. Dass die von da direkt zum Freizeitdingens hinfahren können. Linie zuweisen. Neue Linie. Na. Na, jetzt macht er weiter. Nach da und dann soll er so rumfahren. München. Gladbach. Hat er schon rausgeschickt. Okay, also muss das Fenster offen sein mit den Fahrzeugen, damit die sofort beim ersten Anklicken der Haltestelle dann schon losfahren. Fahren die jetzt?
Tatsächlich. Und dann fahren die sogar zur ersten Haltestelle, die man angeklickt hat. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich so langsam raus. Hoppala. Was haben wir denn da? Zug 39. Ah. S2. Tja. Was packen wir denn da hin? Zeugersatz. Loks gibt's. Sollen wir die dann mal? Und die S2 macht, glaube ich, gerade noch Gewinn, ne? Oder doch hier was? Ich weiß es nicht. Ein Dreiteiligen. Nehmen wir erstmal den Dreiteiligen. Oder doch den Vierteiligen sowas. 45 Passagiere, 16. Na doch. Ah! So, hat er doch genug gemacht. 60 Passagiere müssen wir schon. Und selbst dann haben wir noch 28 Kapazitäten drunter. Passagierkapazität. Als wie jetzt. Und selbst die Züge, wo nur drei Waggons dran waren, ich glaube, die konnten 66. Da ist er. Ah, ist er. Unser National Express. Juhu. Und Straßenfahrzeug 41 ist aber auch noch. Das mache ich auch noch eben schnell. Na. Ja, ich glaube, es wird mal nur eine Folge wieder. Zeit, wo wir nur ersetzen. Den Gelderland. Okay, so, jetzt aber. Ach, jetzt habe ich. Sind die Passagiere wieder alle weg? Dann machen wir ganz schnell. Ich sehe es gerade. Ach, dann ging gerade auch die Strecke gar nicht. Kein Wunder, dass die Leute nicht hinwollen. Oh. Meine Güte. Ja, das hier. Jetzt macht das. Hey. Oh Wunder, oh Wunder. Oh, der Passagier ist doch da geblieben. Das war der RE 3, ne? Ja. Die fette Minus. S1, aber auch noch ein Minus. Ja, mal gucken, ob die neuen S-Bahnen sich rentieren. Na gut, schnellere Beschleunigung haben sie auf jeden Fall. Aber jetzt hier endlich mal. Ja, wird viel zu sehr ablenken hier. Gibt's doch gar nicht. Tja, machen wir das. Ich weiß, das sieht nicht schön aus, aber. Ich glaube, das war ein bisschen. Unklug. Ah. Was ist das denn? Fehlt hier auch noch die komplette Strecke. Eieieiei. So, jetzt sind wir auf Pause. Gottes Willen. Na. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, und dann mache ich jetzt das dahin. Dann ja, den muss ich noch alle setzen, die Ausfallsignale. Sonst gibt's hier nachher Kuddelmuddel. Ich hoffe mal, dass die Sounddateien jetzt richtig funktionieren. Oh, da haben wir wieder. Ja, ich werde die nächsten
nächste Zeit mal aufräumen, weil so langsam nervt's. Fünfteilig sogar. 75. Dreiteiliger 65, 45 und fünfteiliger 75. Haben wir mehr Leistung natürlich. Zehnfache. Zehnfache. Nehmen wir die dann? Ach, wenn schon, denn schon sofort. 2 Millionen. Und sofort 4 Stück auf die Linie. Neue Linie, genau. Oh, die Zeit 45. Ja, wir nähern uns der 45 Minuten Marke. Wieder eine überlange Folge. Ah, da wollen sie dann sofort schon los. Einmal nach dahin. Na. Rechnen, 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 rechnen. Na, komm schon. Dahin und nach dahin, nach dahin und nach dahin. So, und jetzt kommen die Feinheiten. Boah, rechnet jetzt aber. Was ist denn da los jetzt? Nee, Damen bitte auf das Gleis. Genau. So. Bochum. Ja, gerade leckt es. Ungemein. Keine Ahnung wieso. So, Bochum passt. Das passt auch. Das passt auch. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Okay. Na, dann haben wir, ich glaube, RE4 jetzt schon, ne? RE4 von München Gladbach nach Essen. Gladbach hätte ich vielleicht sogar ausschreiben können. Das ist da, das ist da, das passt. Züge müssten da auch hinkommen. Und gucken wir mal. Daumen drücken. Und so wie es sich anhört, sind die Sounddateien wieder nicht da. Ich habe keine Ahnung, wieso. Wieso die Sounddateien nicht dabei sind. Oder schon dabei, aber keine Ahnung. Ich habe ja jegliche Version von den Talent 2. Und bei der Version von Merck vom Repaints, der hatte wohl reingeschrieben, dass wohl einige Dateien überschrieben werden. Aber ich habe extra manuell nochmal die Sounddateien von dem Original Talent 2 von der S-Bahn-Version installiert. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ja, ohne die Sounddateien.
Ich meine, die Gleisgeräusche sind ja dabei. Die hört man ja komischerweise. Nur es spielt die Sounddateien nicht ab. Warum auch immer. Ja. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle. Machen wir dann Schluss. Die Strecke werde ich na nachträglich nochmal anbieten als eigenes Video. Und ich werde nochmal tüfteln und basteln, dass der Sound da endlich mit bei ist. Und ich könnte aber eben nochmal auf die S2 gucken. Nein. Ist auch nicht. Nein. Ist der Sound auch weg? Keine Ahnung. Ich werde mich drum kümmern. Oh, ich sehe gerade die S3 unten, die macht Gewinn. Okay. Ist halt Dortmund. Die gerade unterbrochen war, glaube ich. Nee. Das ist ja, ist ja egal. Noch mal. Ah, jetzt wollte ich doch noch mal ein bisschen drauf bleiben. Ach stimmt, das ist ja Düsseldorf. Oh, das ist aber auch flott, ne? 160. Muss Düsseldorf. Ja, wie gesagt, ich werde mich drum kümmern. Hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege. Mit den Sounddateien. Und sogar die Trams. Weil das ist schon schade, dass es nicht geht. In diesem Sinne, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wie gesagt, mit dem Sound, da werde ich mich drum kümmern. Und würde dann sagen. Bis dahin und ciao.